Hallöchen, ich bin die Selma. Ich habe durch eine kranke Freundin von Sophie erfahren und was sie erzählt hat, hat mich sehr begeistert. Ich bin auch empfänglich für solche Therapien, sage ich mal. Und ich denke, dass die Medizin manchmal auf manchen Strecken bleibt und durch solche Energien, dass die Heilung dann halt von innen richtig kommt, ne? Und ich bin heute das dritte Mal bei Sophie gewesen. Und beim ersten Mal war das so intensiv bei der Meditation, dass ich in mich gegangen bin und sobald ich die Augen zugemacht habe, habe ich wirklich ganz, ganz viele Menschen aus meinem Leben, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, also Familie, Freunde, habe ich alle einzeln gesehen, hatte ich so im Auge gehabt und ich habe die alle so in Kokon eingefüllt und das war so intensiv, ich habe versucht, mich da rauszulösen, Augen aufgemacht, aber irgendwie war das so, die Augen fallen ja trotz allem durch die Meditation noch zu und zack hatte ich dann die nächste Person und nächste Person. Das war für mich richtig berauschend. Ich bin dann in mich gegangen, beim zweiten Mal, als ich nach 2 Tagen wieder da war, wollte ich das Sophie erzählen, aber irgendwie ist mir das vergangen, weil wenn man anfängt mit ihr zu reden, da kommen ganz andere Gedanken und ja, jedenfalls habe ich das Sophie heute bei der Sitzung, bevor es angefangen hat, erzählt und sie sagte, ja, du bist ins Vertrauen gegangen und du nimmst jetzt alle mit, das ist eine Fürbitte und da habe ich gesagt, also ich denke nicht nur an mich, sondern während ich ihre Energien kriege, habe ich dann halt viele Leute mit eingebunden und ja, und das wollte ich weitergeben und heute bei der Sitzung oder Seance war das so, dass ich diese einzelnen Personen tatsächlich in einen Heißluftballon alle einzeln begleitet habe und ich habe denen halt auch gesagt, dass wenn sie oben sind, dass sie frei sind, dass sie alle Sorgen dann loslassen sollen und je mehr Menschen in diesen Heißluftballon gestiegen und nach oben abgehoben sind, gab es immer wieder verschiedene Farben, die darunter geschüttet worden sind. Und ich habe mich dann halt in diesem Farbenwahn, wie ein Regenbogen, aber noch irgendwie prächtiger, habe ich mich dann halt untenrum da drinnen bewegt. Das war so ein tolles Gefühl, dass ich einfach Sophie dafür danke, dass das natürlich von ihr ausging, dass ich ihre Strahlen bekommen habe und weitergegeben habe, sodass ich mich dann halt richtig frei und richtig toll fühle. Ich persönlich habe psychosomatische Probleme, auch organische Probleme und ich konnte wirklich wochenlang nicht schlafen. Jetzt kann ich wieder viel, viel ruhiger schlafen. Ich wache nicht mit Herzklopfen oder Herzrasen auf und ja, und ich bin auf jeden Fall so viel dafür dankbar, dass ich sie gefunden habe und jetzt werde ich dann die Sitzung natürlich in regelmäßigen Abständen besuchen und hoffe für uns alle und natürlich für mich und meine Familie auch, dass das irgendwann mal so sein wird, dass ich alle hier hinbringe und dass wir der Medizin einfach mal ein Beinchen stellen und sagen, so, wir brauchen nicht mehr stundenlang auf irgendwelche Termine zu warten, sondern kommt zu Sophie und findet euch einfach selber. Ne? Vielen, vielen Dank, Sophie, für alles. Darf ich den Bauch machen? Alt oder neu Testament? Neu. Welche Spalte? 4. Hier am Ende ist Neues Testament. Eli hat gewünscht. Vierte Spalte, 1, 2, 3, 4. Dann lesen wir, was steht da geschrieben. Das Wort zu Donnerstag. Ist heute Donnerstag? Mhm. Ja. Jesus für Bitte für alle Glaubenden. Aus Johannesbuch, Kapitel 17, Vers 20. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Wie viele Fotos haben wir hier? Fernheilung. Hunderte liegen am Tisch, ne? Und der, der glaubt, der hat auch gut geschafft. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind.
ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Freiheit, Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Ist das nicht schön? Ja. Ich habe meine Fotokunst gemacht und da habe ich auch gezeigt, diesen Abschnitt. Ich zeige euch. Eine Minute, hier bringst du das Foto. Das hier. Johannes 17, 20 bis 26. Das ist meine Fotokunst. Ich habe tausende Bilder gemacht. Meine Bibel in Form von meiner Fotokunst. Und da sagte Jesus, ich bin in meinem Vater, Vater ist in mir. Und wenn du liebst mich, ich werde meinen Vater bitten, dass er liebt dich auch. Und das Leben fängt dann mit einem Atomchen. Ne? Schön. Gefällt euch? Sehr schön. Ja, Eli. Guck, das ist Licht. Du hast ein wenig Licht, aber du kommst zu mir, weil du weißt, ich bin in meinem Vater. Vater ist in mir. Und du willst am Leben bleiben. Du willst Licht für die Welt sein, wie ich, wie Vater in mir. Und das ist meine Sprache. Um nachzudenken. Dankeschön. Ну что скажете? Мазал тов. Ну, он как хат здесь гигем диза капитан. Он вас хат эхи нох гезат. Иисус. Vielleicht noch ein Satz aus der Offenbarung. Das war Johannes, ne? Und wir nehmen aus der Offenbarung, das ist mein Logo, Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Der Geist und die Braut aber sagen, Geist und Braut, ne? Sagen, komm, wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfang das Leben, das Wasser des Lebens. Das ist mein Logo. Und für mich, Jesus lebt. Das Lebensphilosophie. Und die haben leider Gottes ihn an Kreuz gehängt, die ganze Lebensphilosophie gekreuzigt, erlöst. Darum haben wir immer noch keinen Frieden. Vater gegen Sohn, Sohn gegen Vater, Schwiegermutter gegen Schwiegervater, ratata, ratata und so weiter. So viel ratata in die Welt. Weil die haben nicht Kern, die Energie in sich entdeckt. Und das ist das, das Kern. Und mit einem Kern. Habe ich mich organisiert, um euch seit fast 40 Jahren mit euch unterwegs zu sein. Zu Hilfe kommen.
Ich gratuliere uns allen, ne? Dass wir haben uns wieder gefunden. Von früher der Leben, sehr verwandt, sehr bekannt. Und keine Provokation auf sich kommen lassen, keine Fantasien, ist genug. Wir haben gelernt auch, sehr wichtig, vergeben. Vergessen kann man nicht, aber vergeben. Vergeben, 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 nochmal vergeben. Segnen, 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 nochmal mehr segnen. Segen, ne? Anderen, um gesegnet zu werden. Ist okay? Ja. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, also ich kenne die Sophie ja schon viele Jahre und ich kam ja hierhin, weil wir uns ja ein Kind gewünscht haben und ja, das hat ja auch alles gut geklappt. Und dann war ich vor einigen Jahren hier mit dem Hund. Also ich war eigentlich mit den Kindern hier, weil der Gabriel hatte eine Bronchitis gehabt. Und den Hund haben wir mitgenommen. Und der hatte, vorher war der Tierarzt da bei uns zu Hause und der hatte hier auf der Nase so ein Geschwür. Und dann sagte die Tierärztin, oh, das müssen wir beobachten, das ist wohl Krebs, das muss dann weggeschnitten werden. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe den Hund mitgenommen, so wie heute auch, weil ich, wie gesagt, mit dem Gabriel hier war, mit meinem Sohn. Und der Hund saß dann bei der Behandlung die ganze Zeit bei der Sophie. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann nach ein paar Tagen habe ich geguckt bei dem Henry, auf der Schnauze gucke ich, weil das war direkt hier vorne, war so ein Geschwür, war das weg. Das Geschwür war weg. Und ja, der hat nichts gemacht. Dann kam die Tierärztin und hat mich gefragt, was ich denn gemacht hätte. Ob ich das denn hätte jetzt woanders wegschneiden lassen. Und dann habe ich gesagt, nee, wir waren bei der Sophie gewesen. Und dann ist das von alleine weggegangen. Und ja, somit kriegen wir hier nicht nur Hilfe für uns, sondern eben halt auch für die Tiere. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, in dem ich hier bin, sind schon ganz, ganz viele Leute auch mit ihren Tieren hier hingekommen. Ob es Hunde, also viele Hunde kamen hier auch hin oder auch Katzen. Einer hat sogar mal einen Fisch mitgebracht. Und ja, auch die Tiere bekommen hier Heilung und denen wird hier auch immer geholfen. Und da sind wir ganz froh und dankbar. Vielen Dank. Ja, ich bin mit meiner Mutter hier und dazu kann ich sagen, dass sie schon sehr lange eine feuchte Makuladegeneration hat und seit sehr, sehr vielen Jahren Spritzen in ihr Auge bekommt. Ein Auge ist fast blind, aber das andere hat halt noch eine geringe Sehkraft und das wird in der Klinik gespritzt, um die Degeneration der Makula im Fortschreiten aufzuhalten. Und seit ich sie mitgenommen habe zur Sophie, ist Folgendes passiert, dass die Ärzte sich wundern, dass wenn sie zur Kontrolle kommt, die Augen trocken sind, also kein Wasser mehr eingeflutet ist und dass das für dieses Alter vollkommen ungewöhnlich ist. Sie ist jetzt Gott sei Dank 96 geworden. Und die Ärzte können sich das nicht erklären. Sie bekommt weiterhin noch eine Spritze, aber in immer größeren Abständen. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Und die Ärzte, wie gesagt, haben darauf keine Antwort. Ja, nicht wahr, Mama? Alles gut. Wusste ich gar nicht. Ja, das hört sich. Danke. Ja, so viele Menschen sind hier hingekommen und in den Gruppen halt, die bestätigt haben, dass Außerordentliches passiert ist. Also Außerordentliches heißt medizinisch kaum erklärbar. Da war zum Beispiel eine Dame, die kam mit zwei Krücken an und sie hat erzählt, dass ein Bein länger ist, 3 Zentimeter als das andere. Sie hat ja 3 Tage hintereinander Seancen gemacht. Und hat dann nochmal messen lassen bei den Medizinern und hat bestätigt, dass die Differenz nicht mehr 3 Zentimeter, sondern nur noch 1 Zentimeter ist zwischen den Beinen. Und sie konnte auch nach 3 Tagen ohne Krücken
hier hineinkommen, wieder rausgehen. Das ist eigentlich medizinisch gar nicht so richtig erklärbar. Aber es ist jetzt passiert. Das hat sie bestätigt, die Dame. Und ja, viele andere Dinge sind passiert, wo ich sage, medizinisch kaum erklärbar, die immer wieder Menschen hier bestätigen. Insofern hochinteressant, hierher zu kommen und Seancen zu machen. Also wo die Medizin vielleicht aufhört, beginnt die Arbeit hier bei Frau Sophie. Das kann ich bestätigen. Ich heiße Natalia Hein und ich kenne Sophie durch eine Freundin. Und wir sind jetzt schon, im August waren jetzt schon 2 Jahre, wie wir die Sophie kennen. Wir kommen sehr gerne zu Sophie. Da findet man Ruhe, Gelassenheit. Man vergisst kleine Wehwehchen und wenn einem nicht so gut geht, dann kriegt man Kraft einfach, um die Sachen zu überstehen, sage ich jetzt mal so. Ja, ich habe auch mehrere Bücher von der Sophie. Eigentlich war es so, ich habe von der Freundin ein Buch ausgeliehen gekriegt und das habe ich mal zu Hause liegen gelassen. Einfach mal aufgemacht, angefangen zu lesen, wieder zurückgelegt. Das war gerade zur Corona-Zeit, 2020. Und irgendwann habe ich gedacht, so und jetzt nehme ich das mal in den Urlaub und jeden Tag habe ich dann am Strand gelesen und je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, ich muss hierher. Und dann war es soweit, dass wir im August 2021 hierher gekommen sind, zu Sophie. Und ich bin sehr dankbar, dass wir den Weg hierher gefunden haben und wir kommen immer wieder gerne und freuen uns auch für die Menschen, die da sind und Hilfe kriegen. Genau. Und jetzt soll ich aus dem Buch von der Sophie lesen, Die Wurzeln der Unsterblichkeit. Und ich muss sagen, als das erste Mal, ich glaube, ich musste auch aus dem Buch lesen, wo wir hierher gekommen sind und das, was ich aufgeschlagen habe, das hat total auf mich gepasst. Deine Angst ist wie ein Wurm in dir. Der Wurm muss raus. Mach dich ab, heute nie wieder krank. Vergiss deine Krankheiten. Liebe dich endlich. Verherrliche deinen Gott und verbinde dich wieder mit der Kraft der Natur. Willst du am Leben bleiben? Die Entscheidung liegt alleine in Gottes Hand, in deiner Hand. Du darfst entscheiden. Leg deine Waffen an und mach dich bereit, alle Krankheiten in dir zu besiegen. Wie der Himmel will, so soll es geschehen. Der Himmel will, dass es dir gut geht, du gesund bist und Freude hast. Der Himmel hat jetzt seinen Segen gegeben. Mach dich in ganz viel Ehre wieder topfit. Ja. Deshalb mach nicht eine Tapete über die andere. Reiß erst die alte Tapeten runter. Das ist zwar ungemütlicher und aufwendiger, aber nur so entfernst du den Schimmel in dir. Frage an, an dir zu arbeiten. Sonst kommst du beim kleinsten Beben ein Riss. Dann bricht direkt wieder alles zusammen. Dann komme direkt wieder all deine Zweifel. Wo ist dein Haken? Wo sitzen all deine Zweifel? Das Herausfinden ist harte Arbeit. Erfordert Ehrlichkeit. Bevor du deine höhere Macht findest, bearbeite erst deine Baustellen. Manchmal muss man dazu sehr streng mit sich sein, aber das prägt deinen Charakter. Okay. Hier fragen wir nach Charakter. Ganz, ganz. Ja, können wir anfangen? Jetzt alle sind da. Genau. Danke dir. Also ich bin Pia. Ich war mit meiner Cousine, also meine Cousine hat mich eigentlich zu Sophie gebracht, weil meine Cousine
an Krebs geheilt wurde vor 30 Jahren. Und hat Jahre gedauert, bis ich selber hierher gekommen bin. Meine Geschichte will ich jetzt aber eigentlich gar nicht erzählen. Unser Enkelkind war hier mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter und die hatte eine Brille. Das war eigentlich nicht der Plan, dass die ihre Brille hier abgibt, aber die ist zu Sophie gegangen, hat ihre Brille abgegeben und seitdem guckt die ohne Brille. Jeder Augenarzt hatte vorher gesagt, also Kind braucht eine Brille, geht gar nicht. Na, kann in der Schule wohl nicht lesen und die Tafel nicht sehen. Alles in Ordnung, braucht keine Brille mehr. Sie war Ostern hier. Und in der Zeit waren wir auch noch öfters hier. Mein Sohn, meine Schwiegertochter, meine Tochter lebt im Ausland, die war auch mit ihrem Mann und ihren Kindern hier. Mein Schwiegersohn ist Moslem. Der ist von Sophie genauso aufgenommen wie jeder andere, also jede Religion, egal welche. Und er war sehr, sehr angetan auch von Sophie. Es hat in ihm ganz stark gewirkt, in ihm mehr als bei meiner Tochter noch. Die braucht sicher noch ein bisschen Zeit. Was ich aber sagen wollte, da meine Kinder jetzt hier nicht herkommen können, habe ich hier dieses Bild, wo alle drauf sind, mitgebracht. Und vorgestern waren wir das erste Mal bei Sophie hier. Und abends schreibt meine Tochter mir, die kleine Tochter hat ganz hohes Fieber, 40 Fieber. Und das habe ich Sophie erzählt und da hat sie gesagt, alles gut, mach dir keine Gedanken, alles gut. Und dann habe ich sie gestern angerufen und da hat sie gesagt, ja, die hatte ganze Nacht Fieber und heute geht es ihr wieder gut. Also es war eine Fernheilung, ich weiß nicht, was mit meinem Enkelkind war, aber irgendwas muss gewesen sein, was Sophie jetzt ja, zum Positiven gemacht hat. Ich bin oft froh, wenn ich hier bin. Ich habe noch so ein bisschen Zweifel an mir manchmal. An mir habe ich die Zweifel, aber ich denke, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Das war's. Danke. Ja, ich bin die Anita. Ich bin heute wieder bei Sophie. Ich habe mich leider lange nicht sehen lassen. Das tut mir auch sehr leid, Sophie. Ich werde jetzt auch wieder öfter kommen. Ja, kurze Info, also meine Schwester, die hat am 29. Mai einen sehr schweren Herzinfarkt gehabt. Sie wurde 1,5 Stunden reanimiert und die Ärzte haben sie dann so weit fit bekommen, dass sie ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Sie wurde ins Koma gelegt und sofort, als ich das gehört habe, habe ich Sophie Bescheid gegeben, bin auch hierher gekommen mit einem Bild. Sie hat dann jeden Tag das Bild von meiner Schwester behandelt und nach 3 Tagen wurde meine Schwester aus dem Koma wieder zurückgeholt und die Ärzte haben gesagt, normalerweise wäre sie, also vom Kopf her, wäre sie ein Pflegefall geworden. Aber meiner Schwester, die ist aufgewacht, die wusste alles, also ihr ging es total gut. Sie ist auch am nächsten Tag sogar schon über die Station gelaufen, zwar mit einem Rollator, aber am übernächsten Tag schon ohne Rollator. Und die Ärzte haben im Krankenhaus gesagt, da läuft ein Wunder. Also die konnten das überhaupt nicht glauben. Danach kam sie in die Reha und ihr Herz wurde auch ein bisschen stabiler. Und nach der Reha hieß es dann, dass sie natürlich Bypässe bekommen muss. Sie hatte jetzt vor 2 Wochen eine schwere OP gehabt. Sie hat 5 Bypässe bekommen und einen Herzschrittmacher, ein Stent, genau. Den haben sie ihr damals aber schon gelegt, als sie ins Koma gesetzt wurde. Ja, und nach einer Woche haben die Ärzte meine Schwester schon nach Hause entlassen, was ich eigentlich auch viel zu früh finde. Und vorgestern hat sie noch mal einen Termin beim Kardiologen gehabt. Und der Kardiologe hat festgestellt, dass sie plötzlich einen Herzgerinnsel hat im Herzen, also an der Herzwand wohl, und Wasser in der Lunge. Ja, jetzt weiß man nicht, wo das herkommt. Sie ist jetzt wieder im Krankenhaus. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Und ich habe der Sophie auch direkt Bescheid gegeben, habe hier ein Foto geschickt.
Und ja, ich habe auch den Familienangehörigen, also ihren Mann, habe ich auch Bescheid gegeben, dass er doch mal mit dem Bild hierher gehen soll. Aber leider gibt es Menschen, die an sowas nicht glauben. Aber ich hoffe, dass er doch Einsicht hat und mal hierher kommt in den nächsten Tagen. Danke schön für dein Vertrauen und für unsere Gebete. Ja, und ich danke dir, Sophie, von Herzen. Ja, ganz großartig. Du gehst nach Hause und hast keine dämonischen Gedanken mehr. Nicht in deinem Kopf, nicht in deinem Bauch, nirgendwo mehr. Und wenn du nach Hause kommst, schläfst du ganz ruhig und friedlich. Dann bin ich als Mutter beruhigt. Denn ich als Mutter bitte Jesus, dieses Kind hat Dämonen. Bitte, bitte nimm diese Dämonen weg. Und dann sagt Jesus, ich soll nach Hause gehen und sehen, dass die Dämonen das Kind verlassen haben. Das ist praktisch sein Gespräch zu mir. Denn ich bin deine geistige Mutter, wenn du das willst. Das war's. Das bin ich. Krieg ich Applaus? Du gehst nach Hause und keine Angst mehr. Вы меня услышали, Давид Соломонович? Он же плохо слышит. Перевези ему. Крикни ему в ухо. Und die sind ganz, ganz feine Leute, ganz liebe Menschen. Okay, die haben einen Pächer, Sohn, ein bisschen durcheinander. Andere Sohn. Das ist nur Leben so. Man weiß nie. Man kann nie wissen. Aber Leben macht das, was macht er. Und wir lernen das, damit umzugehen. Aber nicht im Stress, nicht im Wut, nicht im Hass, sondern in Liebe. Hier ist eine sehr schöne Topf. Hat mir was beigebracht. Ich zeige dir den Topf. Diese Topf, ich habe von einer todkranken Frau gekriegt. Und sie sagte, Frau Sophie, wenn Sie schauen diesen Topf an, dann weiß ich, ich werde am Leben bleiben. Und ich habe hier einen Vogel gesetzt zu diesem Topf, so ein bisschen märchenhaft. Und ich habe gesagt, okay, dein Vogel ist jetzt weg aus deinem Kopf. Du denkst nicht mehr, nicht an Tod, nicht an Angst, gar nichts mehr, uninteressant. Du denkst an Leben und dein Leben soll bluten wie eine Blüte. Eine schöne, wunderschöne Blutrose. Hat gesagt, wenn sagen Sie, Frau Sophie, dann glaube ich Ihnen. Und wir haben wirklich zwei Wochen, schöne Woche gehabt. Viele Gespräche aus der Bibel, aus der Erfahrung und so weiter. Das war vor 3 Monaten. Und schau mal, ich habe gesagt, du bist doch eine Blume. Du bist doch am Leben. Ist das nicht interessant? Guck, da ist das Leben gekommen. Hm? Ja. Kraftige Gedanken, starke Wille, Überzeugung. Mit ganzem Herzen und nicht mit geteiltem Herzen. Nicht mal sehen, wer weiß, ja, du kannst gut reden. Ist genug. Mit Zweifel. Das sehe ich mich hier. Das sehe ich jeden, der kommt zu mir. Wir sind nicht attraktiv für die Welt. Ne? Wir haben unsere eigene Welt. Auch wenn dieses dicke Blatt nimmt Licht weg, ne? Aber der kommt. Und der lebt. Ist es nicht schön? Das ist schön. Und das ist echt. Das ist nicht manipuliert. Ich wusste auch nicht, dass dieser Strauch kriegt Bluten. Unerwartet. Guck, wie viel gucken hoch ins Himmel. Sonne. Hab nicht. Und der ganz kleine Zweig hat uns gezeigt, wie kann man glücklich werden, wenn man mit Demut geht durch das Leben. Das ist meine Überzeugung, das ist meine Empfehlung, das ist meine Lehre. Dankeschön. Ich heiße Svetlana.
haben wir in unserer Familie sehr große Probleme mit unserem Sohn. Und darum wir hier. Und habe ich gestern in zweiter Sitzung, ich habe so eine Vision gesehen. Das war ein Herz und drin im Herz ein Jesus. Und er war direkt in mir. Und ich wollte sagen, dass es für alle, welche die können, die haben solche Probleme, welche kranken Leute, die könnte nicht so etwas medizinische Ärzte, die könnte nicht helfen, dann die können hier solche Hilfe gekriegt, welche das macht wirklich heil für alle Probleme. Ich will noch lang leben. Ich bin für meine Kinder, das ist mein Mensch, meine, das sind meine Kinder, ich habe mein Glück, mein Reichtum, viel Enkel, keine behindert es nicht, in alle große, starke Kinder. Und ich danke der Sophie und euch, wie ich alle ist, danke ich, dass wir können hier sein, immer bei Sophie. Wir brauchen die. Und ich danke dir vielmal. Fällt nicht gleich alles bei. Ich wollte viel sagen, aber ich bin schon alt. Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder? 20 Enkelkinder, 34 Urenkel. Und das ist mein Glück. Und 8 Kinder. Und mein Glück und mein Reichtum, weil da brauche ich nichts und bis Gesundheit. Und danke euch alle, dass ich hier habe wieder kennen sein und dass meine Kinder mich haben gebracht. Vielen Mal danke für alles.